zu warm wird, das schadet auch ein bisschen dem Eiweiß, sprich er fällt ein bisschen schneller zusammen. Ich habe hier bei mir Stufe 6. Keine Ahnung, was das jetzt genau für eine Hitze ist. Also lassen wir den stehen, jetzt schaue ich nochmal zum Chat. Was mein Lieblingsessen ist, Huck, ja, also ich habe es letztes Mal schon erzählt, also ich am liebsten esse ich irgendwie ganz einfache Hausmannskost. Ich esse gern einen Schnitzel, wenn es gut gemacht ist. Vorausgeht einfach auch gut gemacht ist, dass man sich Mühe gibt damit, also keine Fertigprodukte verwendet. Generell Butterschmalz für die Pfanne, ja, kann man also auch nehmen, Butterschmalz, gar kein Problem. Also da fällt drunter, wie gesagt, Schnitzel. Dann esse ich sehr gerne Käsespätzle. Ich selber komme aus Baden-Württemberg, also sprich, da ist Spätzle so, was hier in Bayern die Knödel sind, ist in Baden-Württemberg Spätzle. Linsen, Würstel und Spätzle, das mag ich sehr gern. Rouladen esse ich sehr gern. Einen Rinderbraten esse ich sehr gern. Einen Schmorbraten, genau, hurra, super, Hausmannskost. Da bin ich wirklich zu haben. Durch meine Tätigkeit. Wie gesagt, ich war lange auch im Ausland am Kochen. Ich habe schon alles gesehen, oder alles vielleicht nicht, aber sehr viel schon gesehen, sehr viel schon probiert. Ist alles in Ordnung, schmeckt auch gut, hat mir gut geschmeckt. Aber wenn ich jetzt entscheiden müsste, jetzt spontan vor mir ein Stück tolles Rinderfilet, einen tollen Lachs und hier irgendwie einen tollen hausgemachten Kartoffelsalat, super Fleischpflanzen dazu, Frikadelle, ich weiß ja nicht, wer Fleischpflanzen, wem das jetzt nicht zusagt. Ich würde mir auf jeden Fall Kartoffelsalat mit dem Fleischpflanzl entscheiden oder was oder irgendwie ein Teller. Bergmann, herzlichen Dank für dein Follow. Schön, dich hier im Chat zu begrüßen. Eintopf, genau, ist auch so eine Sache. Wunderbar, Pichelsteiner, also Gemüseeintopf mit ein bisschen Rindfleisch. Super. Kann man mich hinterm Herd vorholen. Also, das ist einfach, wie gesagt, Hausmannskost, wo man merkt, da ist ein bisschen mit Herz gekocht werden. Bin ich immer dafür, immer zu begeistern dafür. So, jetzt schauen wir mal, was unser Kaiserschmarrn macht. Jetzt schalte ich wieder um. Geh einfach her, löst den an der Seite ein bisschen und schau mal einfach an, wie die Farbe unten ist. Ja, der verträgt noch ein bisschen von der Seite. So, dann zeige ich euch jetzt. Na, erst machen wir so, wenn ihr sagt, ah, Größe reicht, wollt ihr gleich essen, machen wir gleich mal den. Na, doch, umgekehrt. Die Zwetschgenröster, der schaut so recht gut aus. Ich glaube, den können wir jetzt eigentlich schon mal ausschalten. Sonst haben wir eigentlich nur noch Marmelade. Von der Dicke her reicht er auch. Ich probiere nochmal. Wenn sich der eine oder andere fragt, warum ich hier zwei Löffel nehme, ganz einfachen Grund. Aber eine Großküche-Schulversorgung, wie der eine vielleicht auf dem Kanal gelesen hat. Und was da halt ganz wichtig ist, ist Hygiene einfach, ja. Gibt es auch in den neuen Hygienebestimmungen, ist das ganz wichtig. Und da, jetzt, wenn ich den Löffel nehme, probiere, schlecke ich ihn ab und dann bin ich mit dem, was ich abgeschleckt habe, wieder in dem Topf. Macht man nicht. Also sprich, wenn ich jetzt auch erkältet wäre oder sonst was, wären schon die Bakterien weitergegeben. Und darum mache ich es auch immer so: zwei Löffel. Und zwar, wenn ihr mal seht, wie ich die hinlege. Ich habe einen Löffel, da ist der Stiel immer noch rechts und einen Löffel noch links. Heißt für mich immer, mit dem rechten nehme ich und mit dem linken probiere ich. So, das schaut gut aus. Das habe ich jetzt auch ausgeschalten. Machen wir vielleicht ganz weg gerade. Die Pfanne schon mal nach hinten tun auf die kleine Platte. Wir lösen mal den Kaiserschmarrn, dass er uns dann auch gleich. Ja, das schaut aber gut aus. An der Dicke 4-5 Minuten sowas. Ja, das schaut super aus. So, habe ich jetzt den Ofen angemacht? Ich hoffe es doch, ja. Ja, Hitze sollte ihm vielleicht noch geben. Habe es gar nicht so richtig eingestellt. Probiere es nochmal. Jetzt schaut man das eher nach Grill aus. Machen wir mal einfach Vollgas. Dann schauen wir schon, was passiert.
Jetzt machen wir hier in einer kleinen Pfanne ein. Auch wieder ein bisschen Butter in die Pfanne. Mal ganz kurz zum Chat schauen. Hoppala. Ich finde es toll, dass du das Essen wenigstens probierst. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich mag das nicht. Und genau, das ist, finde ich, also kompletter Blödsinn zu sagen, ich mag es nicht, ohne dass man es probiert hat. Ach ja, genau. Wann kommen die Rosinen? Oder habe ich es verpasst? Du hast es nicht verpasst, ich habe es vergessen. Zeige ich euch jetzt gleich hier beim nächsten. Ja, wenn ich daheim koche, ist es okay. Aber man hat sich das jetzt mittlerweile angewöhnt und ich. Halt da dran fest, du. Zu den Rosinen. Pfanne ist heiß. Habe ich doch glatt die Rosinen vergessen. Nobody is perfect. Also, wieder ungefähr. Das ist hier jetzt eine Variante in der kleineren Pfanne. Geht natürlich in der kleinen Pfanne auch ein bisschen einfacher, wo wir das ohne Backofen machen. Dann sagt ihr ja, wie so einen dicken Teig in der Pfanne umdrehen, das ist zu schwer. Ist auch nicht einfach, aber da gibt es auch einen Trick. Zeige ich euch und dann seht ihr, dass das doch gar nicht so schwer ist. So, und jetzt die Rosinen. Genau, jetzt kommen die Rosinen. Könnt ihr eben machen, wie ihr wollt. Wenig, viel, gar keine eben. Aber jetzt, klassisch, kommen jetzt die Rosinen, die man jetzt hier einfach oben so verteilt. Ich sagte, ich habe es in rum eingelegt. Wer jetzt noch nicht mit, der später dazugekommen ist, noch nicht mitbekommen hat, kann man also auch wirklich über Nacht problemlos in Apfelsaft einlegen. Muss nicht unbedingt rum sein. Auch nicht zu viel. Können ja unten das vielleicht noch nachholen, weil der Teig unten noch bestimmt noch nicht fest geworden ist. Ja, schaut schon ein bisschen schwer aus. Das probieren wir es mal mit einem. Na, das wird nichts mehr. Tun wir die auch weg. So, der Griff könnte heiß sein. Wieder unten rein. Super schlau, aber auch den Herd noch falsch eingestellt. Naja. So, Herd läuft hier weiterhin. Ja. Das wird jetzt den Kaiserschmarrn, den wir mittags kochen, aber erst abends essen wollen, wenn die große Gesellschaft kommt. Dazu habe ich schon Gitter hergerichtet. Wenn der Kaiserschmarrn fertig ist, auf ein Gitter legen, dass er schneller ausdampft. Und Gitter deswegen, weil wenn ihr den auf dem Teller macht, durch die Wärme entsteht Feuchtigkeit und dann wird der Kaiserschmarrn einfach ein bisschen feucht. Passiert eben nicht, wenn er den gleich auf den Gitter schmeißt. Im Chat. Neues. Ihr könnt auch gerne mal Vorschläge machen, was euch interessiert zum Kochen. Könnt man auch auf Facebook irgendwie was schreiben, hier auf dem Kanal was schreiben, Verbesserungsvorschläge. Ich freue mich über alles. Für alles, was irgendwie dem Chat. Kanal irgendwie weiterbringt. Jetzt brauchen wir noch einen Teller, um diesen Kaiserschmarrn zu drehen, ohne dass uns der ganze Teig durch die Küche fliegt. Oder? Normalerweise kann man den ja so, das kennt er bestimmt, Pfanne hoch, zack und drehen. Geht bei so einem Kaiserschmarrn nicht unbedingt, weil er zu dick ist und oben einfach noch zu feucht ist. Ja. Beim Pfannkuchen kein Problem, Kaiserschmarrn. Ist das schon, der schaut auch super aus. Also, man löst ihn ein bisschen. Ihr seht es schon, er bewegt sich schon in der Pfanne. Und jetzt, wie drehe ich ihn? Ganz einfach. Ich mache ihn hier auf den Teller. So. Ja. Dann mache ich die Pfanne oben drauf. Drehe das Ganze. Ja. So. Voilà. Mal ein bisschen mit der Hitze runter. Glaube, das werden wir im Unteren auch machen. Weil, ah, doch, jetzt passt ja. Super.
auch Farbe, den dürfen wir jetzt nur nicht aus dem Auge verlieren. So. Der klassische Kaiserschmarrn, den ihr sofort essen wolltet, läuft dann so, wir backen ihn jetzt durch, dann wird er zerrupft in der Pfanne, gutes Stück Butter dazu, gutes Stück Zucker dazu, dann lässt man das leicht karamellisieren, macht die Mandeln dazu, auf den Teller Puderzucker drauf, so wäre der klassische Kaiserschmarrn. Viele, die kennen das gar nicht, die sagen so, Kaiserschmarrn zerrupfen, Kaiserschmarrn fertig. Der richtige Kick kommt aber erst mit dem leicht karamellisierten Zucker, die tollen Mandeln, die wir schon vorbereitet haben, das ist für mich eigentlich erst dann ein Kaiserschmarrn. Sonst so mit der Variante, das jetzt zerrupfen, oben Puderzucker drüber, ist ja eher für mich ein Pfannkuchen. Ja. Super aus. Soweit. Roll das durch. Merkt ihr immer, wenn er drauf drückt, fast kein Widerstand ist da. Zeichen dafür, dass er durch ist. Voilà. Wenn der Kaiserschmarrn mal gedreht ist, dann kann man auch problemlos, wenn man mal wieder von der anderen Seite ausschaut, ja, wunderbar. Auch fertig. Zack. Na daher. Dann geht's weiter mit unserem restlichen Teig. Schauen wir mal kurz noch im Chat. Curryreis würde mich interessieren. Ja, also theoretisch gibt es da zwei Varianten. Einmal einen Reis so zu kochen, gibt es mehrere Varianten, dass man anschließend kein Wasser mehr, also nichts mehr abschütten muss. Steht meistens auf der Packung schon drauf, wie das geht. Ich sage jetzt mal Tasse Reis, zwei Tassen Wasser oder 1,8 Tassen Wasser dazu, ganz wenig. Ah, hallo Ingo, super, toll, dass ihr reinschaut, die Scherbels, freut mich, klasse, echt, super. Ja, wir sind schon mittendrin. Ingo, heute gibt es leckeren, oder Tanja, oder ganze Familie Scherbels eben, heute gibt es leckerer Kaiserschmarrn. Lehre ich gerade noch, wie es... gerade dabei, schalte mal hier auch, dass man immer besser sieht, oder überhaupt sieht, wegen dem Curryreis. Hat gerade jemand im Chat einen Curryreis. Also das ist die eine Variante. Und dann eben ins Wasser ein bisschen Curry mit einrühren. Ja. Wobei, das finde ich persönlich ein bisschen schade. Also in der Gastronomie wird der Curryreis so gemacht, der Reis wird separat gekocht. Dann nimmt man ein bisschen... Ah, ihr schaut schon am Anfang schon. Ja, cool. Also der Reis kochst du ganz normal im Salzwasser oder mit Brühe. Gibt es verschiedene Varianten. Da werden wir extra mal drauf eingehen, was für Varianten es alles gibt, Reis zu kochen. So, deinen gekochten Reis nimmst du dann, machst ihn kalt oder so, wie er gerade fertig ist. Dann nimmst du ein bisschen Butter in die Pfanne, da drin in der Butter, nimmst du Curry und löst den Curry drin auf. Bei Curry gilt generell, nehmt lieber weniger, als ihr glaubt, oh, ich mag Curry, der schmeckt super. Curry, wenn ihr zu viel nehmt, das wird alles ein bisschen bitter. Fangt lieber mit weniger Curry an und tastet euch daran. Also zu viel Curry, wenn ihr sagt, oh, das liebe ich, mach mal einen großen Löffel rein, geht schief. Wenig Curry, den Curry in der Butter, löst er sich das gut auf, den Reis rein in die Butter, durchrühren, fertig. So hast du tollen Curry-Reis. Kannst du dann eben auch noch probieren, sagt, oh, Salz passt, oder eben ein Stück Curry noch nachgeben. So würde ich Curry-Reis kochen. Ne? Wobei, wenn wir mal die Geschichte mit Reis aufgreifen, kann ich auf eine oder andere Variante nochmal eingehen, aber die sprengt jetzt den zeitlichen Rahmen. Die Varianten, was es alles gibt. Jack Sherry 91, vielen, vielen Dank für dein Follow. Super, für die Unterstützung des Kanals. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, so, jetzt kommt die nächste Kaiserschmarrn, machen wir weiter. So, da brauchen wir wieder unseren Teig. Ich glaube, das sind jetzt genau eine große und eine kleine Pfanne. Nochmal. Wow, heiß hier schon, das Ganze mal ein bisschen runterfahren. Blech auch ein bisschen weiter runter machen. Zack. So, dann brauchen wir Butter. Wieder. Butter. Genau. Wenn ihr merkt, beim Reinmachen, die Pfanne ist zu heiß, einfach das Ding auch schnell vom Herd runter, wenn ihr das Gefühl habt, oh, da ist zu viel Butter drin, wieder zurückschütten,